wieder mit einem neuen Schwangerschaftsupdate für euch. Heute geht es um Woche 20 und mein absolutes Highlight diese Woche war auf jeden Fall mein Frauenarzttermin. Den hatte ich ja direkt am Montag und da wollte ich euch am Anfang auf jeden Fall erstmal das Ultraschallbildchen zeigen. Da sieht man eigentlich ganz gut die Wirbelsäule, das angedeutete Seitenprofil. Und es war auf jeden Fall schwierig, da ein vernünftiges Foto aufzunehmen, denn der kleine Wurm war sehr aktiv. Die Lage war die gleiche, also Schädellage, findet es scheinbar gemütlich. Ist ja seit Wochen schon in dieser Lage und es muss sich vor der Geburt nicht unbedingt nochmal ändern, meinte meine Frauenärztin, aber es kann. Also zu 100% kann man das sowieso immer nicht so sagen, weil die Babys das machen, was sie wollen. Mein Gewicht ist 55,4 und von dem Baby 285 Gramm. Ich habe auf jeden Fall hier wieder meinen Blog, damit ich nicht wieder irgendwas vergesse. Mein Blutdruck war niedrig, 100/65. Also ich hoffe, ich habe es auch richtig rum ausgesprochen, aber ich denke mal schon, ach, ich habe keine Ahnung. Ihr versteht schon, wie ich das meine. Und die Zysten sind kleiner geworden, also erschienen zumindest der Frauenärztin so, als seien die kleiner geworden. Und das hat mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht und auch natürlich gefreut, sodass ich auf jeden Fall keine Angst mehr vor der Feindiagnostik hatte, denn soweit war alles top. Also überhaupt nichts Auffälliges. Sehr zu meiner Beruhigung. Die Größe von dem Baby konnte sie mir nicht sagen. Also hat sie auch nicht gemessen so. Und Blut haben sie mir abgenommen, um nochmal den genauen HB-Wert da zu checken. Beim nächsten Mal, also am 26. wollen sie einen Zuckertest mit mir machen, wo ich dann auch hoffe, dass da nichts Negatives rauskommt, denn ich würde echt ungern eine Diät machen. Aber wenn es eben sein muss, dann macht man das natürlich auch. Das ist halt einfach so. Ich habe deswegen auch ein bisschen Angst, aber man kann es dann, wie gesagt, auch nicht ändern, wenn es so ist. Zu dem Geschlecht, also das mit der Tendenz, was sie ja beim Mal davor geäußert hat, da hat sie gesagt, sie ist sich dann doch nicht mehr so sicher. Aber ja, dass die bei der Feindiagnostik mir das sagen sollen, das hatte ich ja dann diese Woche. Dazu komme ich ja dann im nächsten Video. Wird auf jeden Fall interessant. Und ja, das war es erstmal so, das war das Wesentliche zu dem Termin. Am Dienstag habe ich ein paar Babysachen bekommen. Die hat mein Papa mir gebracht und das war einfach so schnucklig, wenn man dann diese kleinen Klamotten da in der Hand hat und das ist einfach so süß und alles so klein und ach ja, auch da geht einem das Herz auch auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe mich auf die Feindiagnostik gefreut auch. Ich meine, da sieht man das Würmchen auch ein bisschen länger und die gucken ja auch genauer und ja, das ist irgendwie eine schöne Erfahrung gewesen. Wie gesagt, dazu komme ich im nächsten Video. Mittwoch und Donnerstag war bei mir nicht viel los, also habe mich überwiegend ausgeruht, war auch so ein bisschen schlapp. Ich denke mal, es liegt auf jeden Fall am Eisenmangel, denn beim letzten Mal hatte sie schon gesagt, dass der Wert sehr, sehr, sehr grenzwertig ist und hat mir auch schon Eisen aufgeschrieben. Aber ich hatte dann nicht die Möglichkeit, das zu holen und ich dachte auch, in meinen Schwangerschaftstabletten ist ja auch welches drin, das wird schon reichen, aber dem ist nicht so, reicht nicht. Deswegen nehme ich jetzt schon seit einer Woche knapp das normale Eisen zusätzlich, dieses Tadiferon, was ich da bekommen habe. Also die Bewegung merke ich jetzt auf jeden Fall öfter und auch etwas kräftiger. Also es ist nicht mehr wie so ein leichtes Flattern. Jetzt fühlt sich das eher so an, als würde jemand von innen mich halt so anstupsen. So, aber halt etwas doller anstupsen als davor die Male. Am Sonntag, von Freitag zu Samstag habe ich dann bei meinen Eltern, also ich habe denen einen Besuch abgestattet und ich habe nicht bei denen geschlafen, da bin ich zu meiner besten Freundin rüber, aber habe sie halt eben mal besucht. Das war auch relativ schön, meine Familie wiederzusehen und auch meinen Bruder zu sehen und meine Oma. Das war auf jeden Fall echt cool. Also meine Omas, habe beide gesehen. War wirklich prima und am Samstag sind wir dann rübergefahren
Und das ist meine beste Freundin und ich. Und dann haben wir auf jeden Fall noch schön bei Subway gegessen und ach, die Cookies da waren so lecker. Die esse ich da so gern und auch bei Subway, das ist ja jetzt nicht so ungesund und ich fand das eigentlich, also ich esse da schon gerne mal so ein Brot. Ja, meine emotionalen Tiefs sind vorbei. Ich hatte eigentlich gar nicht so krasse, aber ich bin emotional auf jeden Fall jetzt ein bisschen stabiler und nicht mehr so hart am Wasser gebaut. War ich vorher zwar auch nicht so krass, aber es ist eben gar nicht mehr so schlimm. Also es ist halt schon fast so wie vor der Schwangerschaft, so als wäre das halt nicht. Ansonsten am Sonntag sind wir in die Therme gegangen, ein bisschen schwimmen, was sehr gut für meinen Rücken war, wie ich festgestellt habe. Und auch meine Füße, also meine Füße tun auch jetzt richtig weh. Also meine Fußsohlen brennen und meine Beine werden richtig schnell wie, weiß nicht, wie Stahl. Die werden richtig schwer und ist einfach nicht schön. Ich habe eigentlich gedacht, das kommt erst später, aber es ist ja jetzt schon. Ich habe mir auch jetzt so im DM so ein Spray gekauft, was ein bisschen kühlen soll. Ich werde auf jeden Fall noch berichten, wie das ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Habe es erst heute gekauft. Und ja, ich werde es auf jeden Fall dann sagen, wie das ist. Ja, ansonsten war alles ruhig. Am Sonntag war ja dann Halbzeit und ich habe mich dann mega gefreut, weil sich das so anfühlt, als hätte man schon einen Meilenstein so hinter sich gelassen. Das ist auf jeden Fall echt cool. Naja, zu der Entwicklung vom Baby. Wie gesagt, ich orientiere mich immer an meiner Schwangerschaftsplus-App. Es hat jetzt regelmäßigere Schlaf-Wach-Muster. Also es ist halt nicht immer gleich, aber ich merke das zum Beispiel, also wenn ich aufstehe, dann steht sie, dann, das habe ich schon gesagt. Naja, egal, ich werde es im nächsten Video dann eh nochmal genauer sagen, es ist ein Mädchen. Es gab nämlich bei der Feindiagnostik ein Outing und ja, es ist auf jeden Fall eine Sie. Ich kriege ein kleines Mädchen. Ja, und bei männlichen Babys senken sich die Hoden in den Hodensack und bei weiblichen Babys, da ist die Gebärmutter schon voll ausgebildet, sage ich mal, also entwickelt. Die Energie wird jetzt überwiegend in die Gewichtszunahme gesteckt. Das merkt man ja auch. Also ich zumindest so oft, wie ich bei Ärzten bin. Es hat jetzt auch circa die Größe einer Banane. Und die Plazenta hat jetzt ihre volle Dicke erreicht und versorgt auf jeden Fall das Baby kontinuierlich mit Nährstoffen und Sauerstoff und transportiert so Abfallstoffe ab. Und es ist jetzt auch ca. 25 cm, kann man sagen. Und ja, 25, 26, das sind ja alles nur Richtwerte. Da soll man sich ja nicht so drauf festfahren. Und ja. Ja, gut. Das war es eigentlich auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Anschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Musik